meine Damen und Herren, durch die gestrige Sitzung des Innenausschusses und durch die Reaktion vieler Menschen stellen wir fest, dass es eine große Verunsicherung zur inneren Sicherheit in Nordrhein-Westfalen gibt. Wenn Sie Berichte hören, wie Menschen beginnen, Bürgerwehren zu gründen, sich mit Pfefferspray einzudecken und Ähnlichem, merkt man, dass die Vorgänge der Silvesternacht viele Menschen bewegen. Und das 10-tägige Schweigen der Frau Ministerpräsidentin, das gestern ein Ende gefunden hat bei der Sendung Hart aber fair, führt uns dazu, dass wir es für richtig halten, dass der Landtag gemäß Artikel 38 der Landesverfassung zu einer Sondersitzung unverzüglich zusammentritt, so wie es die Landesverfassung vorsieht, damit die Frau Ministerpräsidentin auch die Gelegenheit hat, in Nordrhein-Westfalen zu den Abgeordneten, zu den Menschen zu sprechen und nicht auf Talkshows in Berlin angewiesen ist. Der zweite Vorgang, der uns dazu führt, ist ein völlig neues Staatsverständnis, das der Innenminister gestern der Öffentlichkeit erklärt hat. Er hat sein eigenes Amt verglichen mit dem der Gesundheitsministerin, die nicht dafür verantwortlich sei, wenn irgendein Arzt im Land eine Operation eines Blinddarms falsch durchführt. Wenn Sie die Presseberichte heute lesen über das, was die Frauen erlitten haben, ist schon dieser Vergleich mit einer Blinddarmoperation ein Grund, für den man sich eigentlich entschuldigen müsste, auch die Frau Ministerpräsidentin. Aber das Staatsverständnis, das dahinter liegt, hat uns ein wenig erschreckt, weil er nicht weiß, dass er der Dienstherr der Polizistinnen und Polizisten in Nordrhein-Westfalen ist. Es ist eine hierarchische Kette und der oberste Dienstherr ist der Innenminister. Und wenn das sein Amtsverständnis ist, ist diese Debatte umso wichtiger, denn bei jedem weiteren Vorfall wird er jeweils die örtlichen Polizeipräsidenten entlassen, aber er wird nie selbst eine politische Verantwortung übernehmen, wenn er die Mitarbeiter gar nicht als seine Mitarbeiter betrachtet. Und der dritte Punkt, der Deutsche Bundestag wird wahrscheinlich morgen sich dieses Themas in einer Debatte widmen. Umso wichtiger ist, dass auch der Landtag in Nordrhein-Westfalen sich zu diesem Thema äußert. Ja, meine Damen, meine Herren, guten Morgen. Die Silvesternacht markiert aus unserer Sicht eine Zäsur in der innenpolitischen Diskussion in Deutschland. Sie wissen, wir als Liberale, wir werfen nicht mit Paragraphen auf jedes Problem, aber nach unserer festen Überzeugung müssen die Bürgerinnen und Bürger sich in jeder Situation darauf verlassen können, dass die öffentliche Ordnung, der Schutz von Leib und Leben durch den Rechtsstaat garantiert wird. In der Silvesternacht war das in Köln nicht der Fall und das führt für jeden greifbar zu einem massiven Vertrauensverlust der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat, insbesondere hier in Nordrhein-Westfalen. Und deshalb muss sich natürlich das Parlament mit dieser bedeutenden Frage unserer Landespolitik befassen. Herr Jäger hat gestern in der Sitzung des Innenausschusses versucht, seine Hände in Unschuld zu waschen. Er ist von der Seite des politisch Verantwortlichen auf die Seite des politischen Aufklärers gewechselt. Dieser Versuch ist ihm nicht gelungen. Unverändert wollen wir aufklären und belegen, dass er eine mindestens mittelbare politische Verantwortung für die Vorgänge trägt. Es ist eine Frage der Ehre, dass ein Innenminister sich vor seine Polizei stellt. Für uns ist es beschämend, dass er jetzt alle Verantwortung auf diese Polizei ablehnt und damit auch den Ruf von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die ihre Knochen für uns hinhalten, beeinträchtigt. Die Gewerkschaft der Polizei ist deshalb zu Recht empört. Das Vertrauen dieser Polizeiorganisation in Nordrhein-Westfalen in ihren Innenminister, der sich schützend vor sie stellen müsste, ist beeinträchtigt. Herr Jäger hat in der Vergangenheit mehrfach seine schützende Hand über seinen Parteifreund, den Kölner Polizeipräsidenten, gehalten. Sie alle wissen, es hat mehrfach dort bereits Führungsversagen gegeben. Herr Jäger hat zu keinem Zeitpunkt, weder bei der Frage
dieses merkwürdigen SEK-Einsatzes, nicht nach Hogesa personelle Konsequenzen gezogen, sondern erst jetzt im Nachhinein nach einem weiteren Führungsversagen dort. Deshalb trägt Herr Jäger auch deshalb mittelbar eine Verantwortung für die Vorgänge in Köln. Herr Jäger ist im vergangenen Jahr von den Oppositionsfraktionen, insbesondere der FDP, danach befragt worden, ob er ein Sicherheitskonzept wegen der hohen Zahl alleinreisender Flüchtlinge aus Nordafrika habe. Er hat sich beschwichtigend und ausweichend geäußert. Offensichtlich gibt es aber, so hat es den Anschein, kein wirksames Konzept. Auch dafür trägt Herr Jäger die politische Verantwortung. All das würde bereits schwer genug liegen, meine Damen, meine Herren. Wenn nicht ohnehin in Nordrhein-Westfalen die Sicherheitslage bedrückend wäre. Steigende Einbruchkriminalität. Amtlich bestätigt No-Go-Areas in Großstädten, in denen das Recht der Straße gilt. Wir haben in Nordrhein-Westfalen einen Asylbewerber gehabt, der in Frankreich als terroristischer Gefährder erschossen worden ist. Und der Innenminister hat auf all das in den vergangenen Jahren keine konzeptionelle Antwort gegeben. Deshalb ist die Aufarbeitung dieser Vorgänge jetzt nicht beendet. Wir stehen ganz am Anfang einer grundlegenden sicherheitspolitischen Debatte hier in Nordrhein-Westfalen. Die Frau Ministerpräsidentin, das nehmen wir zur Kenntnis, hält an Herrn Jäger trotz aller dieser Versäumnisse fest. Obwohl es bereits in der Vergangenheit Anlass gegeben hätte, Herrn Jäger zu entlassen und durch einen handlungsfähigen Innenminister zu ersetzen. Deshalb ist diese Debatte auch eine Debatte über die Frage, warum die Ministerpräsidentin die innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen nicht zu einer Chefin-Sache macht, sondern dem Treiben von Herrn Jäger weiter tatenlos zuschaut. Meine Damen und Herren, abschließend will ich sagen, dass diese Debatte über unseren Rechtsstaat nicht allein bei der inneren Sicherheit enden wird. Ich sage voraus, und meine Fraktion wird das auch in der Weise in der Diskussion vertreten, wir werden auch über die Wiederherstellung rechtsstaatlicher Strukturen in der europäischen Flüchtlingspolitik sprechen müssen, denn die chaotische, ungeordnete Zuwanderung auf das Gebiet des Europäischen Staatenverbundes kann nicht weiter fortgesetzt werden. Auch das muss eine Konsequenz aus der Silvesternacht sein, dass die Bundesregierung ihre Politik grundlegend korrigiert.